Wie sich die HTTPS-Verschlüsselung bei Google negativ auf die Statistik auslöst. Mein Name Philipp Sauber, ich bin von der INEM AG und Sie schauen websitemarketing.ch. Vielleicht haben Sie kürzlich in Ihr Google Analytics Statistik-Tool geschaut oder irgendein anderes und werden festgestellt haben, dass Sie da drin nicht mehr alle Keywords sehen, mit denen Ihre Webseite gefunden ist. Das schaut dann hier folgendermaßen aus. Ich habe hier die Statistik unseres Blogs und sehe hier jetzt in dem Fall sogar ganz oben, meistens ist es an zweiter Stelle, weil meistens mit dem Brandnamen dann noch mehr gefunden wurde, sehen Sie hier, mit welchen Keywords Ihre Seite gefunden wurden, also zum Beispiel mit iPhone wurden wir 689 Mal in dem Monat Zeitraum gefunden und dann auch angeklickt. Aber hier oben steht jetzt eben, da in dem Fall not provided, das heißt, ich sehe hier, jetzt, sehe hier das nicht. Und das hat eben mit dieser HTTPS-Verschlüsselung zu tun. Das heißt, Google zeigt uns hier nicht, wenn jemand über einen securen Zugang, also über HTTPS, auf Google surft und sucht, dann sehen wir nicht, mit welchen Keywords die auf in dem Fall jetzt unseren Blog zugreifen. Das schaut dann so aus. Ich suche hier beispielsweise nach Webdesign und sehe hier dann oben, ich bin eingeloggt in den Bereich hier und sehe hier dann oben dieses HTTPS, das heißt, es ist verschlüsselt. Und das führt dann eben genau zu dieser Statistik, dass ich eben genau nicht sehe, was für ein Keyword ich gesucht habe. Also dieses Keyword hier, Webdesign, würde jetzt, wenn ich hier beispielsweise auf unsere Webseite klicke, in der Statistik drin nicht erscheinen. Das hat natürlich ganz klare Nachteile, ist ja logisch, weil ich weiß nicht mehr, mit welchem Keyword ich gefunden wurde. Wenn ich dann optimiere beispielsweise, also gerade im SEO-Bereich, sicherlich ein großer Nachteil. Nun ist natürlich die Frage, wie viele der Anfragen betrifft das überhaupt, also wie viele Keywords sehe ich da nicht, wie viele verstecken sich hinter dem Not Provided. Ich habe hier ungefähr 11 oder genau 11 Websites von Kunden von uns, unsere eigenen Websites, angeschaut und eine Statistik im Durchschnitt gebildet, oder schauen wir uns jetzt kurz an. Das sind hier diese 11 Sites, Namen kann ich hier logischerweise keine nennen, Sie sehen links den Organic Traffic, also beim ersten beispielsweise, der hat 1967 Besucher über Organic gehabt, im Monat, dann haben wir hinten not provided, sind 271, das heißt 14% sehen wir hier nicht. Dann beim nächsten sind es noch 12, dann nimmt es ein bisschen ab. Und was ich ganz speziell interessant finde, ist bei den internationalen, ich habe hier zwei Firmen, die eigentlich nur international tätig sind, da ist es bei 19 und sogar bei 25%. Das ist doch ziemlich erstaunlich. Das heißt, im Ausland sind die Leute noch viel öfters eingeloggt. Das kann beispielsweise mit einem Google Plus Account sein, das kann sein, wenn ich bei YouTube angemeldet bin, das kann sein, wenn ich einen AdWords Account habe oder eben natürlich auf dem Google Analytics Account. Und dann sehe ich das nicht, ich merke das nicht mal unbedingt, wenn ich im HTTPS Modus suche, dann sehe ich es eben nicht. Bei unserem Blog beispielsweise ganz unten sind es 20%, das sind natürlich eher die, die sich in dem Bereich bewegen, die haben natürlich auch Google Konten und darum sind es da ein bisschen mehr. Also im Schnitt komme ich jetzt hier über alles hinweg auf 14%, was ich doch schon relativ hoch finde. Also 14% der Suchanfragen passieren bereits über HTTPS und ich sehe das not provided, kriege diese Antwort nicht, ist steigend. Yves Morey hat vor rund einem Monat bei uns zu dem Thema geblockt, da waren es noch rund 10%, aber das nimmt natürlich zu, umso mehr Google Accounts und so weiter dazukommen, Google Plus Accounts beispielsweise, umso eher wird das not provided angezeigt. Kann natürlich sein, dass uns Google das irgendwann mal in einem Paid-Account anzeigt bei Google Analytics beispielsweise, dann da könnte man es bei Webtrends beispielsweise, sieht man es wahrscheinlich nie sehen. Das ist eine Möglichkeit, die vielleicht in Zukunft kommt, aber im Moment sind wir da ein bisschen im Dunkeln und umso größer dass der Prozentsatz wird, umso schwieriger ist natürlich. Würde mich interessieren, ob ihr da schon Probleme mit habt, Aufgaben, die euch gestellt wurden oder eben weniger Informationen gekriegt habt durch das Thema. Kommentare wie immer hier, wenn es euch gefallen hat, abonnieren hier oben. Mein Name Philipp Sauber, ich bin von der INEM AG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.